Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Kolleginnen. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu unserem Zeitzeugengespräch mit Harry Reimon hier im Klaus Mangold Auditorium in der W. Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin. Wir freuen uns sehr, nach mehr als 2 Jahren wieder ein öffentliches Zeitzeugengespräch vor Ort mit Publikum durchführen zu können. Es findet im Rahmen unserer im Herbst 2017 begonnenen Reihe Zeitzeugen im Gespräch, Erfahrungen und Schicksal deutscher Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus statt, die von der Berliner Sparkasse unterstützt wird. Wir sind sehr geehrt, Harry Reimon bei uns zu haben. Und ich möchte Ihnen, Herr Reimon, herzlich danken, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Sie sind am 9. Januar dieses Jahres 96 Jahre alt geworden. Und ich denke, es ist noch erlaubt, Ihnen zu diesem Geburtstag zu gratulieren und alles Gute für die kommenden Jahre zu wünschen. Danke. Geboren ist Harry Reimon als Harry Heimann 1926 in der Kleinstadt Kirchberg, etwa 60 Kilometer südlich von Koblenz, die damals zur preußischen Rheinprovinz gehörte, heute zum Bundesland Rheinland-Pfalz. Hier führte der Vater Max Heimann und sein Onkel David ein Geschäft unter dem Namen Gebrüder Heimann, in dem Textilien, Wohlwaren, Bettfedern und kompletten Betten verkauft wurden. Die Familien beider Brüder, sowie ihre Eltern Leopold und Adelheid Heimann, wohnten hier in dem dreistöckigen Fachwerkhaus, in dem Harry auch geboren wurde. In Kirchberg, Harry ist 3 Jahre nach seinem Bruder Rudolf geboren. In Kirchberg wurden beide Brüder eingeschult. Die Familie Heimann wurde aber bereits im August 1935 ihrer Existenz beraubt, nach dem Erlass eines Gesetzes, welches den geschäftlichen Verkehr mit jüdischen Gewerbetreibenden im Landkreis Simmern verbot. Harry und seine Familie zogen gegen Ende Februar 1936 nach Köln, wo sie fast 8 Monate blieben, bis zu ihrer Auswanderung in die USA. Sie folgte der Familie von David Heimann, die bereits im März 1936 dorthin emigriert war, zusammen mit Harrys Großeltern. Die Tatsache, dass die beiden im Alter von 83 und 84 Jahren auch emigrieren konnten, bildete eine große Ausnahme. Beide Familien konnten dank der finanziellen Unterstützung von Isidor Leviton auswandern, dem wohlhabenden Ehemann von Lena, einer Schwester der Brüder Heimann. Auch den anderen Geschwistern von den Brüdern, 3 weiteren Brüdern und 2 Schwestern gelang es, Deutschland zu entkommen. Harry und seine Familie ließen sich später in Farmingdale, New Jersey, nieder und betrieben eine Hühnerfarm, wie viele andere deutsch-jüdische Flüchtlingsfamilien in dieser Gegend. 1944, im Alter von 18 Jahren, in die US-Armee eingezogen, kehrte Harry 1 Jahr später zurück im Uniform nach Europa. And the rest is history, one could say. Ein langes und bewegtes Leben, über das wir heute Abend eingehend sprechen werden. Zum Beginn aber wird Herr Reimon eine erste Passage aus seinem 2020 erschienenen Memoiren Anders von Anfang an vorlesen, gefolgt von einem Ausschnitt aus dem von ihm gedrehten Film Regentropfen aus dem Jahr 1982. Lieber Harry, Sie haben das Wort. Irgendwie anders. Kirchberg 1933. Der Tagesablauf in Kirchberg unterschied sich wenig von dem anderer kleinerer Ortschaften. Die Leute zogen sich sonntags gut an, um in die Kirche zu gehen. Dann blieb das von Papa und seinem Bruder David geführte Tuch- und Kleidergeschäft geschlossen. Wir, mein Bruder und ich, zogen uns am Samstag an. Die Synagoge stand in der Görkergasse. Während unten, wie üblich, zwischen dem Davenen, Beten,
Von den Männern die letzten Nachrichten und der Verlauf der Geschäfte besprochen wurde, nutzten die Frauen auf der Galerie die Gelegenheit, den neuesten Tratsch über die Mischpoche auszutauschen. Anschließend ging man gut gelaunt zum Mittagessen nach Hause, wo im Herd warm gehalten der aus Kalbfleisch bestehende Schabbesbraten zusammen mit dem von der Mama aus Beilage vorbereiteten Kartoffelschale wartete. Den christlichen Nachbarn, Goyim auf Jiddisch, waren die koscheren Gesetze wie auch die Bräuche und Feiertage ihrer jüdischen Mitbürger bekannt. Ja, Herr Reimann, das Vorgelesene und der kurze Filmausschnitt, das feine Ausschnitt von einem Sederabend, also zum Pesach, zum Passover, in einem kleinen, in einer Familie, in einem kleinen Stadt, was wir Landjudentum dann nennen. Die Lesung und die Filmausschnitte, sie haben uns einen ersten Einblick in ihre Familienleben gezeigt. Ich würde ganz gern unser Gespräch mit ein klein bisschen Familiengeschichte beginnen. Woher? Kann ich noch einen Kommentar zu dem Ausschnitt geben? Aber sehr gern. Ich war nämlich gestern mit Freunden in einem israelischen Restaurant, wo es Matzepol-Suppe gab. Und meine Freunde, die mich teilweise seit 50 Jahren kannten, fragten mich, was sind Matzes? Also in diesem Ausschnitt, den Sie, ich weiß nicht, wie die Akustik da war, im Film wird gezeigt, wie der junge Benny normalerweise vor den Pesachtagen an Nachbarn die Matzes austrägt. Dafür kriegt er während der Osterferien dann Ostereier. Nur was die Matzes angeht. Ja. Ich meine, wir könnten dann auch weiter sehr, sehr lange nur über diesen Filmausschnitt reden. Mir fällt es ein, hatten Sie auch mal gestolpert, als Sie Manish Tana dann vorgesungen haben, oder ging das sehr flott? Ich kann auch nicht sagen, dass ich gestolpert bin. Natürlich habe ich das nicht. Das wirft ja sehr viele schöne Erinnerungen hoch. Und man sieht in dem Film, da die Familie ein bisschen angespannt ist, weil in dem Film ist das ein Sederabend schon nach 1933. Also es war eine enge Familie, eine Großfamilie. Ihre Eltern kommen beide aus größeren Familien. Woher kamen die Großeltern? Was hat Ihr Großvater getan und was hat Ihr Vater dann getan in Kirchberg? Also die Heimanns waren, ich weiß nicht wie lange schon, in Kirchberg im Hunsrück. Und mein Opa war Viehhandler, das hat wahrscheinlich einer der Gründe, warum er in diesem Ort Kirchberg war, das immer als Knotenpunkt für Viehhandel bekannt war. Mein Vater und überhaupt die Kinder von meinem Großvater wollten nicht in dessen Füße, in dessen Beruf weitermachen und emanzipierten sich, wo es ging. Mein Papa und sein Bruder David gründeten dann, das heißt, sie wurden erst in Textil kaufmännischer Ausbildung unterrichtet in Frankfurt und gründeten im Jahr 1925 ein Geschäft in Kirchberg, bauten ein Haus mit Wohnungen und Geschäft. Ja, wir sehen ein Foto hier. Entschuldigung, wir springen ein bisschen hin und her mit den Bildern, aber da Herr Reimann gerade darüber gesprochen haben, haben wir sehen hier, das ist eine Aufnahme, was sicherlich kurz vor Eröffnung dann aufgenommen würde. Und dann rechts daneben sehen wir ein schönes Foto von Herr Reimann in der Kinderpritsche und neben ihm stehend dann sein Bruder Rudi. Und die stehen ebenso vor dem Schaufenster. Herr Reimann, ich gehe ganz kurz zurück, dass Sie uns sagen, hier, das sind Bilder Ihrer Mutter.
Und das ist vor der Heirat mit Ihrem Vater, glaube ich? Ich nehme es an, ja. Und das ist ein schönes Foto von Ihrem Vater, zusammen mit Ihnen. Da denkt man, man ist in der Bayerischen Pfalz, aber das war noch Preußen, aber Sie tragen da Lederhose. Ja. Und Sie haben ja in welchem Stockwerk vom Haus gewohnt? Nein, also meine Familie hat nicht in dem Haus gewohnt. In dem Haus wohnte der Onkel David mit seiner Familie und in der ersten Etage die Großeltern. Können Sie uns ein bisschen was erzählen, bevor wir zu Ihrer Einschulung kommen, über die andere jüdische Familien in Kirchberg erzählen und über die jüdische Gemeinde dort? Also, der Ort hatte eine eigene Synagoge. Das bedeutet, dass es einige jüdische Familien dort gegeben haben muss. Also ich habe mit 10 Jahren den Ort verlassen und da verschwinden natürlich die Erinnerungen oder sie werden unklar. Aber ich weiß, dass es eine Familie Israel gab, es gab Gersons, es gab eine andere Familie Heimann und die waren alle Geschäftsleute. Und es war ganz gewiss auch wahrscheinlich eine fromme Gemeinde. Also nein. War nicht fromm. Also das gab es ja kaum in Deutschland, eine fromme Gemeinde. Ich erinnere mich, mein Bruder ist noch bevor wir emigriert sind in Köln, in der großen Synagoge, hat er seine Bar Mitzwa. Und wir hatten Freunde in Deutsch, die waren orthodox. Und die Gemeinde war so groß. Ja, in viele von den kleineren Städten waren eben so geprägt eigentlich von der Orthodoxie. Sehr, sehr lange Zeit. Aber wenn Sie meinen, dass in Kirchberg das weniger der Fall war. Ja, ich würde dagegen sogar sagen, dass das gar nicht richtig ist. Meiner Meinung nach gab es eine sogenannte, oder es nannte sich später konservative Gemeinde. Das war eine Gemeinde, die das Judentum pflegte, aber im Grunde sogar antiorthodox war. Weil, wer war denn schuld an dem Antisemitismus? Die nichtjüdische Deutschen und die nichtjüdische Bevölkerung war schuld an dem Antisemitismus. Oder auch die Orthodoxen, gesehen vom Standpunkt der Nicht-Orthodoxen aus. Ja, ich denke, da glaube ich, geht es ein bisschen zu weit. Man könnte dann, aber ich glaube nicht, dass wirklich auch dass sehr viele Juden gemeint haben, dass die Orthodoxen daran schuld waren. Aber wir gehen weiter. Sie wurden eingeschult. In Kirchberg gab es keine jüdische Schule. Sie sind in der Volksschule dann eingeschult. Dazu gibt es auch eine Passage aus Ihrem Buch, die Sie jetzt vortragen werden. Ungeduldig wartete ich darauf, endlich in die Schule gehen zu dürfen. Doch dann ereignete sich etwas, das dazu beitragen sollte, meine Freude am Lernen zu dämpfen. Während der ersten Stunden, in denen Schreiben auf dem Lehrplan stand, nahm mir Lehrer Wilms den Griffel aus der einen Hand und drückte ihn in die andere. Lehrer Wilms war von der Mama gebeten worden, sehr darauf zu achten, dass ich zum Schreiben die rechte benutze. Das hatte etwas mit dem Jüdischsein zu tun. Ein Wandel im Alltag, eine atmosphärische Störung, entwickelte sich, der die Eltern sehr beunruhigte. Eine Zeit lang würde ich nicht mit dem Ludwig Johanna, der Tochter des Steinmetzen, von gegenüber spielen können oder mit dem Bacher Badabab Willi, dem Sohn des Metzgers, der wegen der Kinderlähmung mit seiner Schiene am Bein hinkte. Ein Grund war, dass ein neuer Bürgermeister eingesetzt worden war, einer von außerhalb. Der ging in einer Uniform mit Stiefel umher und das mit zurückgenommener Stimme geäußerte Wort
Risses, Antisemitismus, stand immer öfter im Raum. An einem Nachmittag wartete die Mama mit besorgter Miene nach der Schule auf mich. Ganz ernsthaft teilte sie mir mit, dass mit meinen Ohren etwas geschehen müsse. Ich verstand nicht recht, was sie damit meinte. Was war mit meinen Ohren? Es seien abstehende Ohren, sagte sie, gegen die etwas unternommen werden müsse. Ich versuchte mich zu wehren, als sie daran ging, die Ohren mit Heftpflaster an den Hinterkopf zu kleben. Doch sie ließ nicht locker und drückte beide Hände fest darauf. Ich lief heulend auf mein Zimmer, um das Pflaster abzureißen. Sie kam mir nach. Das muss jetzt so bleiben. Glaub mir, ich mache das nicht, weil ich es will. Es ist zu deinem Schutz für später, wenn du groß bist. Ich schämte mich, weigerte mich, 2 Tage lang aus dem Haus zu gehen, weigerte mich auch, nur ein Wort mit jemand zu sprechen. Das sei trotzig, hieß es, aber es diente seinem Zweck. Die Pflaster wurden entfernt. Doch die Erinnerung blieb. Wir haben auch ein beeindruckendes Foto hier, was das, könnte man sagen, belegt. Also wir sehen ihre Klasse, das ist 1932 bei der Einschulung. Und wir haben hier einen größeren Ausschnitt ebenso von Harry dann als 6-Jähriger oder 5-Jähriger. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich waren sie 6 Jahre alt. Dann da. Und, aber ihre Ohren sind so geblieben. Ich musste lächeln da, weil als ich in die Schule ging, wir hatten auch eine Schüler, der tatsächlich dann nicht mit Pflaster, sondern seine Eltern haben seine Ohren wirklich dann operativ dann eher an dem Kopf dann festnähen lassen. Aha. Was wahrscheinlich damals gar nicht möglich war. Sie haben auch schon in Ihrem Text diese Beweggründe der Mutter. Sie nennen Antisemitismus. Wir haben ein bisschen schon über Antisemitismus dann gesprochen. Welche Erinnerungen haben Sie an Ausgrenzungen oder ja, Feindschaften Ihnen gegenüber oder Ihre Eltern gegenüber in Kirchberg? In Kirchberg gar nicht. Das heißt, der Film wurde begründet aus meinen Erinnerungen und Geschehen, die vielleicht nicht unbedingt so stattgefunden haben, wie es im Film gezeigt wird. Man muss ja, wenn man eine Fiktion dann in Form bringen will, muss man auch erfinderisch sein. Da ist eine Szene, wo die Eltern auf der Straße gehen und der Nachbar sieht sie und bevor man sich begrüßen kann, geht der Nachbar auf die andere Seite der Straße. Ich glaube, das erlebt zu haben. Ich habe auch erlebt, dass am Tag, nachdem gesetzlich geregelt wurde, dass Schüler, wenn sie in die Schule gehen, als erstes morgens den Lehrer begrüßen mit erhobenen Hand und Heil Hitler-Geschrei. Ich wurde davon ausgenommen, weil meine Mama mit dem Lehrer gesprochen hatte und es wurde eine Ausnahme gemacht. Das heißt, ich war total isoliert, alle standen sie auf und schrien Heil Hitler und ich musste sitzen bleiben. Aber die Idee von Antisemitismus, das hat ein Junge sowieso nicht so aufgefasst. Ja, außer wenn man dann wirklich auch teilweise dann verfolgt würde von anderen Kindern und auch beschimpft würde dann als Jude von anderen Kindern, was leider häufig in Deutschland der Fall war. Die antijüdischen Maßnahmen haben nicht desto trotz dazu geführt, dass ihr Vater und ihr Onkel das Geschäft aufgeben mussten. Und haben Sie überhaupt daran Erinnerung, ob peu à peu mehr und mehr Kundschaft weggeblieben ist? Vom Einkaufen bei Ihrem Vater und Ihrem Onkel? Nein, Sie dürfen nicht vergessen, dass die Kinder geschützt werden sollte. Meine Eltern waren
Ich meine, wir haben, meine Eltern gehörten zu einer Generation, wo es nicht üblich war, dass Eltern mit Kindern Probleme diskutierten. Und das führt dazu, dass die Kinder auch keine Fragen stellen. Mhm. Und was den Antisemitismus angeht, den es ja immer gab und den man mehr oder weniger akzeptiert hatte, weil es war ja nur momentan, dass Hitler die Regierung übernommen hatte. Und der Antisemitismus, den gab es halt. Und das gab auch keinen Grund, erst mal darüber zu reden. Es gab ein Datum, ich glaube, 3. April 1933. Der 1. April mit dem Boykott, meinen Sie? Wo an einem Tag vor allen jüdischen Geschäften in ganz Deutschland SA- oder SS-Beamten stand. An diesem Tag erinnere ich mich, aber da er auch im Film stattfindet, kann das eine Erinnerung sein, die nicht unbedingt aus dem wirklichen Erlebnis entstanden ist. Ja, der Boykott fand statt, wie Sie sagen, ja, überall. Und da würde man wirklich dann, Leute würden daran gehindert, mal an den Geschäften. In dem Film wird eine Frau gezeigt, die demonstrativ dann reingeht, um dann einzukaufen. Und es gibt auch sehr viele Geschichten davon, dass es leider allzu wenig dann Bürger gab, die eben ihre Unterstützung zu diesem frühen Zeitpunkt 1933 eben die jüdische Gewerbetreibenden gezeigt haben. Wissen Sie dann, Sie haben vollkommen recht, das habe ich auch von vielen Zeitzeugen gehört, denn als Kinder würde man geschützt, würde nicht so intensiv mit ihnen gesprochen. Ist die Rede mit ihnen jemals von Weggehen aus Kirchberg, aus Auswanderung aus Deutschland gesprochen, bevor sie dann nach Köln gezogen sind? Oh ja, natürlich, aber ob die Kinder, ob mein Bruder und ich dabei waren, das weiß ich nicht, wie das besprochen wurde. Aber es war ja klar, wir bekamen durch die Tante Lina, also die Schwester meines Vaters, die mit einem Millionär in Amerika verheiratet war, die ganze Familie, das waren 7 Geschwister, mit ihren Familien nach Amerika holte, wobei diese Bürgschaft war abhängig von einer Quotennummer, die vom amerikanischen Konsulat aufgegeben wurde. Und als mein Onkel David mit Familie und den Großeltern als Erste nach Amerika auswanderten, und mein Vater und sein Bruder das Geschäft verkauft hatte, dann hatten wir zu warten, bis unsere Quotennummer rankam. Und wir taten das in Köln, wo wir teilweise Verwandten hatten und wo der Gedanke auch drin war, dass man in einer Großstadt als Jude nicht so auffallen würde. Das wird natürlich alles mit Immigration verbunden. Und ich kann mich nicht als Kind erinnern, dass ich darüber besorgt war, sondern das war interessant. Sie sind dann Ende Februar 1936 nach Köln gegangen. Und in dem Film gibt es eine wirklich sehr prägende Szene vom Karneval in Köln, wo Benny, ebenso ihr alter Ego sozusagen, dann auch beim Karneval dabei ist. Und wir schauen bitte jetzt diesen Filmausschnitt an. Also hier in diesem Filmausschnitt, ich finde es wirklich sehr, sehr stark. Und es gibt auch einen sehr naheliegenden Grund, dass wir das heute zeigen, weil ich weiß nicht, ob alle Berliner das so bekannt ist, aber heute ist Rosenmontag. Und da waren in dem Film eben historische Aufnahmen gemischt, ebenso mit den Filmen von der Benny, der eben damit konfrontiert ist, eben diese hässliche
Darstellung des Juden, diese antisemitische Darstellungen von Juden, sowohl dann bei den Umzug als auch dann im Stürmerkasten. Vielleicht, Herr Reimann, können Sie uns erzählen, es war interessant, als wir gestern uns trafen und Sie haben eine Menge Bilder dann gebracht, die wir jetzt heute Abend zeigen. Da war ein Foto, die wir nicht zeigen, von 1935, wo Sie eben in der Nähe von Köln waren zu Karneval. Also das war nicht 36, dieses Foto, was wir gesehen haben. Aber sind diese Filmausschnitte, basieren Sie auf Erinnerungen, die Sie haben, dass Sie eben solche Wagen gesehen haben beim Karneval? Ich habe auch während unseres Gespräches gestern gesagt, man kann sich leider auf die Erinnerung, wenn man so alt ist, nicht verlassen, weil das Hirn kann nur so viel aufnehmen und speichern und, wie man inzwischen weiß, es filtert und sucht sich aus die Themen, die dann als tatsächliche Erinnerung bleibt. Ich glaube, dass ich während dieses Karnevals, in dem ich in Köln war, diesen Aufzug gesehen habe. Und das war auch der Grund dafür, dass wir den Ausschnitt bekommen konnten und im Film benutzten. Ja. Man sieht im Prinzip so das, was Sie vorher beschrieben haben. Also ein Kind ist wirklich konfrontiert mit etwas, worauf er gar nicht vorbereitet ist und nicht so richtig verstehen kann, was diese Darstellungen dann bedeuten. Ich finde das wirklich so sehr, sehr, sehr beeindruckend gemacht hier im Film. 8 Monate in Köln. Welche Erinnerungen haben Sie an der Zeit? Sie sind auch in eine Schule gegangen, Sie sind ja in eine jüdische Schule gegangen in Köln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich musste in eine jüdische Schule gehen, weil es nicht mehr erlaubt war, dass jüdische Jungs oder jüdische Mädchen mit arischen Kindern zusammen waren. Das war furchtbar. Es gibt in Köln diese wunderschöne Synagoge in der Rohenstraße. Während der Nazi-Zeit hat man bekannterweise den Platz gegenüber von der Synagoge Horst-Wessel-Platz genannt. Mhm. Und in meiner Erinnerung war die jüdische Schule nicht weit entfernt davon. Mhm. Wir wohnten zuerst bei Verwandten in Köln-Thielenbruch. Das bedeutete, dass ich jeden Tag früh aufstehen musste, mit der Straßenbahn ins Zentrum fahren musste, um in diese Schule zu gehen. Und da die Schule weit überfüllt war und die Lehrer nicht damit zurechtkamen, waren sie auch recht streng. Also man musste sonntags in die Schule gehen. Und es gab einen Sonntag, in dem meine Eltern mir erlaubten, zu Hause zu bleiben. Das bedeutete, dass ich am nächsten Tag vor der Klasse meine Hose runterlassen musste und der Lehrer Grünebaum, ein Name, den ich nie mehr vergessen habe, mir mit dem Stock schlug. Interessant an der ganzen Geschichte ist, nachdem meine Eltern dann die Hühnerfarm hatten, kam eines Tages der Lehrer Grünebaum zu Besuch. Der war inzwischen auch emigriert und bewarb sich bei Menschen, die er glaubte zu kennen, verkaufte Lebensversicherungen. Und da meine Eltern ihn überhaupt ins Haus gelassen haben, das konnte ich ihnen nicht verzeihen. Das ist eine Erinnerung, die sich offensichtlich sehr, sehr stark bei Ihnen geprägt hat. Ja. Aber Sie waren eben nicht so lange dort, sondern Sie konnten dann in Oktober 1936, dann wir sehen hier unten ein Foto von Ihnen und Ihrem Bruder auf dem Schiff. SS Manhattan. SS Manhattan. Sie konnten dann nach New York und Sie sind nach New York gekommen und wo Sie ungefähr 3 Jahre blieb. Wir sehen eben den berühmten Green Card, also die Immigration Card,
ihre Immigration Card für die USA. Sie blieben dann erst, welche erste Eindrücke, was haben Sie in Erinnerung von das Ankommen in Amerika und wie das war? Wie war es mit der Sprache? Konnten Sie überhaupt Englisch? Na, kein Wort. Kein Wort. Ich ging sofort in die Schule und meine Cousine, also die Tochter des Onkel Davids, der ja früher emigriert war, die war eine Klasse vor mir und sprach Englisch. Und die Klassen waren zusammen, die dritte und vierte war es wohl. Sie saß hinter mir und übersetzte. Was sie nicht übersetzen brauchte, war Mathematik. Da war ich weit voraus vor den anderen in Amerika. Ja, Mathematik ist auch wirklich eine Herausforderung zu übersetzen. Das glaube ich wohl, ja. Sie waren in Brooklyn, glaube ich. Haben Sie in Brooklyn gelebt? Wir waren in Brooklyn, ja. Genau. Und Sie waren ja fast 3 Jahre dort und Sie sind ja 13 geworden dann in Brooklyn und haben Ihre Bar Mitzwa gefeiert. Ja. Wie war das? Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Bar Mitzwa? Die habe ich beschrieben in meinem ersten Buch, Einmal Exil und zurück. Und ja, als Bar Mitzwa-Junge musste man eine sogenannte Pascha lernen. Das wurde offensichtlich vom Rabbi oder vom Kantor oder irgendjemand mir beigebracht. Und wie ich das im Buch beschreibe und ob das genau so war, kann ich nicht bestätigen, war, dass man als Bar Mitzwa-Junge zum ersten Mal aufgerufen wird, um in der Tora vorzulesen. Und was ich vorzulesen hatte, nehmen Sie ein Stück Wasser, Herr Reimann. Ich konnte es sehen. Und das war das erste Mal, dass man mir zuhörte. Ja, so ist die Erinnerung. Das war ein sehr wichtiger Tag in Ihr Leben. Die Familie ist dann weggezogen aus Brooklyn. Und wie kam es dazu, dass Ihre Familie dann nach New Jersey gegangen ist, um eine Hühnerfarm zu betreiben? Also mein Vater wollte sich mit seinem Bruder zusammen selbstständig machen. Und mein Onkel Isaac Leviton, der sich auskannte, und fand das ein Tuchgeschäft in New York als ein zu großes Risiko. Die Konkurrenz war zu stark. Aber die politische Situation war so, es kriselte so. In Europa sah es nach Krieg aus und Export- und Importgeschäfte waren schwierig. Das bedeutete, dass der Kornbelt in Mittelamerika sehr viel Korn, das eigentlich exportiert werden sollte, dort blieb. Das bedeutete, der Preis ging runter. Das wurde dann übertragen auf die Hühner, die ja Korn aßen. Und das Eiergeschäft wurde dadurch einfach ein gutes Geschäft. Da konnte man Geld mit verdienen. Und die Älteren sind dann eben nach Farmingdale gezogen, haben ein Grundstück erworben mit der Unterstützung des Onkels und gründeten dort eine Hühnerfarm. Ich glaube, wir sehen hier ein Bild von dem, wahrscheinlich sind das die Hühnergelege, wahrscheinlich in dem Gebäude. Ja, und 2000 Viecher kamen da rein. Ja, waren keine Freilaufende oder sind sie alle da rausgegangen? Naja, bis zum Eierlegen waren sie freilaufend. Aber als sie anfingen, wenn die anfingen, Eier zu legen wurden, kamen sie in Räume, wo 200 Tiere reinpassten.
bis zu ihrem Tod. Wir sehen eben links von dem Gebäude ein Foto von ihm, ein etwas gekropptes Foto. Da sind sie ja rechts draußen und halten eine Henne. Und das sind zwei Cousinen von Ihnen, ist das richtig? Ja, die mittlere, die hat, ist die Tochter von dem Onkel David, der ja Mitbewohner und Mitbesitzer der Hühnerfarm war. Ja, und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. In New Jersey allein gab es dann ungefähr 300 jüdische Flüchtlingsfamilien aus Deutschland, die Hühnerfarme betrieben haben, also wirklich sehr viel. Und Sie kannten viele von diesen Familien. Sie waren ja Nachbarn, Sie sind eben so mit denen. Nachbarn ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, weil jeder, der eine Hühnerfarm gegründet hatte, musste sehr viel Land haben. Und da Nachbarn, man wusste, da wohnen die, aber Nachbarn, dass man mit ihnen reden konnte, sowas gab es nicht. Und wie weit mussten Sie dann zur Schule fahren? Ich wurde abgeholt vom Schulbus, solange ich in der Grundschule war, das war ein Jahr. Ja, das waren vielleicht 20 Minuten. Und dann ging ich in die Highschool, die war an einem etwas größeren Ort, Lakewood. Da dauerte die Fahrt vielleicht eine halbe Stunde. Und da waren wahrscheinlich auch viele andere jüdische Kinder auch aus den Familien dann mit Ihnen zusammen auf der Highschool? Wahrscheinlich, habe nicht gefragt. Okay. ja, Sie haben erzählt, eben so nicht nur kriselt es, sondern der Krieg brach dann aus. Und Sie waren dann, als der Krieg ausbrach, waren Sie ja 13. Die USA, wie wir wissen, natürlich ist erst gegen Ende 1941 nach Pearl Harbor in den Krieg gezogen. Haben Sie auf dem Farm, hat Ihre Familie so die Geschehnisse in Europa so gefolgt? Hatten Sie noch Familienmitglieder in Deutschland? Nein. Nein, die ganze Bespoche wurde rübergeholt. 1944 sind Sie 18 Jahre alt geworden und wurden umgehend dann zur Armee eingezogen. Wir sehen hier, habe ich gefunden im Internet, Ancestry, Ihr Draft Card. Das haben wir gestern nicht gemeinsam mal angeschaut, wo Sie dann unterschreiben. Und Sie sind dann nach Texas gegangen zum Training. Da sehen wir ein frühes Foto 1944 von Ihnen im Texas. Über den Einzug und diese beginnende Zeit auch in der Armee haben Sie auch eine schöne Passage in Ihrem Buch geschrieben. Für die Freiheit alles. Farmingdale, New Jersey, Ortschaft, in deren Nähe die Eltern eine Hühnerfarm betrieben. Mit 18 Jahren, im Januar 1944, hatte ich mich vor der Selective Service Board, der Einberufungsbehörde des Bezirks, einzufinden. Fragen wurden gestellt über Familienstand, Religion, Staatsbürgerschaft, Homosexualität, ja oder nein? Die Frage schockierte mich. Ich wusste ja nicht, was das Wort bedeutete. Sollte ich sagen, nein, jüdisch? Der geistige Zustand und die körperliche Untersuchung ergaben ganz klar, ich war tauglich. Nach Abschluss der Highschool würde man mich einberufen. Anfang September war es dann soweit. Noch sehr früh morgens fuhr der Papa mich nach Lakewood, wo mich ein Bus nach Fort Dix bringen sollte. Zum Abschied meinte er, der im Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite gedient hatte, you know, etwas Wichtiges musst du merken. The best thing ist nicht aufzufallen. Es folgte die Grundausbildung in Texas, von wo ein halbes Jahr später, nachdem der Krieg auf dem europäischen Kontinent zu Ende gegangen war, ich, halb ausgebildet als Prisoner of War Interrogator, Kriegsgefangenenbefragter, unnütz über den Atlantik zuerst nach Frankreich, dann nach Bayern verfrachtet wurde. In Oberammergau,
als Mitarbeiter in einer Military Intelligence School fieberte ich der Entlassung entgegen. Denn nach jahrelang unerfüllter Sehnsucht hatte sich etwas bis dahin Unvorstellbares ereignet, eine Begegnung. Auch er ein GI, auch er mit dem Wunsch, Schauspieler zu werden. Zufall hatte dafür gesorgt, dass unser beide Einheiten für kurze Zeit in den Süden Frankreichs beordert wurden, nach Biarritz. Johnny. Ein freches, einladendes Lächeln, eine Stupsnase und Neugierde in den Augen. Bei Abendspaziergängen entlang der baskischen Küste konnte er ohne Hemmungen von seinen Plänen plaudern, erkundigte sich nach meinen und brachte mich über dieselben Dinge zu lachen, die auch er lustig fand. Wie hätte ich denn noch nie Ähnliches erfahren, noch davon gehört, mir die unerhörte Tatsache eingestehen können, dass es sich bei den rauschhaft empfundenen Gefühlen, dem Wunsch, seinen Arm auf meiner Schulter zu spüren, um Verliebtheit handelte. Verliebt in einen Jungen. Ein unmöglicher Gedanke. Doch nie würde eine Küstenlandschaft prachtvoller erscheinen. Das Geräusch der Welle zauberhafter klingen. Wir würden, nachdem wir unsere Uniformen abgelegt hatten, gemeinsam in einer New Yorker Schauspielschule Aufnahme suchen. Ein unter Trumans Präsidentschaft erlassenes Gesetz, als GI Bill of Rights bekannt, erlaubte jedem ehemaligen Uniformierten, für die Zeit im Dienst Studienzeit zu beanspruchen. Nur wenige Wochen, dann, so wollte es die Armee, sollten wir getrennte Wege gehen. Nach Brüssel er, ich nach Oberammergau. Inspiriert von einem Bild irgendwo gesehen, beauftragte ich im Ort der Holzschnitzer einen, mir etwas Ähnliches zu schnitzen. Zwei Hände, die anstatt zu beten, einander umklammert hielten. Also wir haben hier ein Foto aus Ihrem Buch von Ihnen und von Johnny. Ich weiß jetzt nicht, wo das aufgenommen wurde. Biarritz. In Biarritz, ja. Eine erste, wenn ich das richtig dann gelesen habe, unerfüllte Liebschaft, ist das richtig? Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Kamen aber viele dann danach. Sie sind dann erstmals dann in Biarritz gewesen. Das Foto davor möchte ich ganz kurz nochmals zeigen, weil das ist sehr interessant. Sie erwähnen das nicht in diesem Abschnitt im Buch, aber Herr Reimann ist ja in einem Camp namens Camp Ritchie ausgebildet. Und das war ein Camp in Virginia, wo... In Maryland. In Maryland, wo sehr, sehr viele deutsche und österreichisch-jüdische Flüchtlinge ausgebildet wurden, um Verhöre dann durchzuführen, dann auf dem Kriegsfelder in Europa. Herr Reimann hatte, könnten wir sagen, das Fortun, ebenso keine Kämpfe erleben zu müssen in Europa und wahrscheinlich dann auch keine Verhöre durchführen zu müssen. Nee. Das ist sehr interessant, diese Kapitel Camp Ritchie, zu dem es auch sehr interessante Bücher geschrieben sind und auch dann auch ein sehr interessanter Dokumentarfilm gemacht ist. Sie würden dann entlassen, aber bevor Sie entlassen sind, Sie blieben in Biarritz und dort haben Sie dann Ihre erste Erfahrungen, was Schauspielunterricht angeht. Nee, das war anders. Also ich war eingezogen und war von der Armee nach Texas zuerst gebracht worden, wie ich das schon geschildert habe. Dann waren wir im Grunde mit uns, die wir ausgebildet waren, aber der Krieg in Europa war zu Ende, wusste man im Grunde nicht, was macht man mit uns.
Und es gab in Maryland eben dieses Camp Ritchie, in dem viele, wie sich später herausstellte, Klaus Mann, ich weiß noch nicht, wer alles noch, die auch durch dieses Camp gingen. Also jeder, der einen europäischen Hintergrund hatte, konnte in dieses Camp beordert wurden und ausgebildet als Spion oder wie in meinem Fall als Kriegsgefangener beorderter. Ich war in einer Einheit, die, nachdem man die Grundausbildung hatte, in den Pacific geschickt wurde, wo ja der Krieg mit Japan weiterging. Da hörte ich von diesem Camp, dass man als ehemaliger Ausländer beantragen konnte. Ich wusste zwar nicht, was es war, aber ich meldete mich und wurde abgelehnt und musste also in der Einheit bleiben. Und beim Laternengraben, wie heißt das, wenn man ein Klo zurecht bauen muss? Bauen oder? Graben. Achso, Latrinen. Ja. Latrine, danke, ja. Beim Latrinengraben wurde ich irgendwie krank. Und man brachte mich zu einem Internisten und stellte sich heraus, ich hatte die Masern. Und das ist bei Erwachsenen hochgefährlich. Ich blieb aber also im Krankenhaus. Inzwischen wurde meine Einheit in den Pacific geschickt. Und ich kam dann aus dem Krankenhaus raus in eine andere Einheit. Und beim wiederum Latrinengraben wurde es mir wieder schlecht. Und es stellte sich heraus, ich hatte Mumps. Und diese Tatsache, als ich dann aus dem Krankenhaus kam nach dem Mumps, stellte sich heraus, dass mein Antrag nach Camp Ritchie dann genehmigt worden war. Und so kam ich in dieses Camp. Okay, das ist interessant. Aber wie war es denn aber mit der Aufnahme von dem Schauspielunterricht? Ja. Also, ich war dann mit einer Einheit in einer Ortschaft nicht weit weg von Paris. Dreux war der Name der Ortschaft, eingeteilt als, weil man im Grunde nicht so richtig wusste, was man mit mir anfangen sollte, als Lebensmittelholer. Das heißt, zweimal in der Woche bin ich mit einem Kollegen nach Paris gefahren. Wir haben Lebensmittel geholt und haben sie dann verteilt. Und meine Aufgabe wäre es gewesen, das sofort arithmetisch zu verteilen, dass die Offiziere so und so viel bekamen, die Mannschaft so und so viel bekamen und die Studierenden an dieser Military Intelligence School, das war die, was in Dreux stattfand. Und ich war zu doof oder ich habe mich doof gefühlt. Und gleichzeitig hat es sich herausgestellt, dass nach dem Ende des Krieges in Europa es nicht genug Liberty Ships gab, um die Soldaten, die nach Hause gehen wollten, nach Hause zu schiffen. Und da wurden zwei Städte in Europa als Universitätsstädte eingerichtet. Die eine eben in Biarritz, die andere irgendwo in Frankreich. Das System war, dass man gewisse Punkte haben musste. Man bekam einen Punkt bei der Einberufung, einen Punkt für jede Schlacht, die man mitgemacht hatte, einen Punkt wahrscheinlich für Verletzung. Ich weiß es nicht, ich hatte keine Punkte, aber meine Einheit, weil ich so doof war, nicht wusste, wie diese Lebensmittel einzuteilen waren, die wollten mich loswerden und so hatte ich das Glück, nach Biarritz gehen zu können.
Und dort haben Sie Schauspielunterricht, Ihr erstes Schauspielunterricht? Ich habe Schauspielunterricht gehabt, habe zum ersten Mal etwas über Kunst erfahren. Ja, es war eine richtige Universität. Und das war auch, wo ich der Dietrich begegnet bin. Ja, ich wollte fragen, ich habe auch gelesen, dass die Marlene Dietrich dort Dozentin war. Na, das ist falsch. Das wird irgendwo berichtet. Sie war nicht Dozentin. Die war auf Tournee und hatte eine kleine Band und besuchte eben auch unsere Einheit in Biarritz. Es gab ein Theater da mit Bühne und die Dietrich erschien mit ihrer Show, die ganz interessant war. Sie sang ihre Lieder, die sie dann später, als sie eine Chanteuse wurde, beruflich sang. Und sie spielte die singende Säge, das kannte man überhaupt nicht. Und dann als ganz große Show war Folgendes. Sie war ja bekannt für ihre hochversicherten Beine. Also gab es einen Tusch und sie hob den Rock auf der einen Seite hoch und ließ dann den Rock wieder fallen, hob den Rock auf der anderen Seite hoch, sodass irgendwer schrie, both of them, also beide. Und dann nahm sie genauso vorsichtig mit Trommeln ihren Rock hoch, um beide Beine zu zeigen, guckte in die Galerie, wo diese Stimme herkam und schrie, you didn't think that much, eh? Also, du hast nicht gedacht, sie würden zusammenpassen. Aber das Interessante war, dass sie als angekündigt wurde, sie würde einen Vortrag halten für die Schauspielschüler. Und sie kam auch zu unserer Klasse und war ganz erstaunlich. Also man erwartete einen Vamp und sie war aber so ganz, ganz kumpelhaft, ging sie vorne, wo ein Podest für sie stand und ein Pult und ein Stuhl und setzte sich auf den Stuhl. Dann guckte sie die Schüler an, hob ganz vorsichtig ihre hochfinanzierten Beine und fragte, now ask me all you want to know. Und das war der Vortrag. But you did ask her something. Ja, I did ask. Das bleibt heute bei Ihnen. Sie waren aber noch in der Armee eigentlich. Sie waren aber noch nicht entlassen. Nicht nur eigentlich, ich war in der Armee. Genau. Ja. Und dann sind Sie dann nach Amerika zurück. Und dann sind Sie, das Jahr habe ich nicht, vielleicht ist das nicht so wichtig, aber Sie haben dann tatsächlich ernsthaft dann begonnen, Schauspiel zu studieren und war nicht einfach irgendwo, sondern Dramatic Workshop an der New School. Entschuldigung, Mr. Pomerantz, das Wort ernsthaft stört mich. Warte, Sie bitte weiter. Ich dachte, es ist so eine berühmte Schule. Es war die Dramatic Workshop an der New School for Social Research, gegründet von Erwin Piscator, ein sehr berühmter Theaterregisseur. Man kennt den Namen in Berlin hier sehr gut, also politische Theater. Sie haben dort studiert und haben ja auch glaube ich, eine sehr interessante Schülerschaft. Wie waren eben so diese Zeit dort? Ich glaube, wir haben auch ein Foto hier von die Zeit, wo Sie eben an die Dramatic Workshop waren. Also das war, wir hatten einen Schauspiellehrer, der direkt aus Russland kam und das hieß damals noch nicht Method, aber wir wurden gelehrt, dass wir unsere Gefühle erkunden müssen, um dann sie zum Ausdruck zu bringen. Und das hier war halt im ersten Semester ein Schauspiel Turandot.
die fünf Personen waren eine Art von Jury. Rechts das Rod Steiger, den kannte man, dann Weltkarriere gemacht. Dann kommt da der etwas dünnbäckige, ohrenabstehende Harry Raimon und neben ihm Joseph Sargent, der auch Karriere gemacht hat als Regisseur im Fernsehen in Amerika. Wer die anderen beiden waren, das habe ich leider vergessen. Was war Ihre Frage nochmal? Nein, eine Frage. Ich finde, es wäre einfach sehr schön, dass Sie ein bisschen aus dieser Zeit erzählen. Ich habe gefragt, so, wer Ihre Mitschüler waren, aber wer waren auch die Dozenten dort? Also es musste eine hochanregende Zeit sein. Ja, also Bernie Schwartz war Mitschüler, der schönste Mann in der Schule, Tony Curtis. Und Harry Belafonte und Beatrice Arthur, die in den Golden Girls, die Dorothy gespielt hat, die waren meine Kolleginnen und Kollegen. Und Sie waren wie lange da in New York? An der Demokratie? Zwei Jahre. Sie sind dann nach Europa zurückgekommen. Ich sah einen Film während meines letzten Semesters, der hieß auf Deutsch Kinder des Olymp. Es ging darin um die vergessene Kunst der Pantomime. Und der Film hat mich so begeistert, dass ich hatte ein bisschen Geld gespart aus meiner Armeezeit, sofort eine Karte nach Europa auf dem damals größten Schiff Queen Elizabeth gebucht habe und bin zuerst nach Paris, suchte dort einen Lehrer für die Pantomime, die gab es nicht. Es gab Marcel Marceau, den kennt man vielleicht hier noch, der zu der Zeit unbekannt war und eine eigene Gruppe gerade dabei war zu gründen. Und er spielte täglich vor kaum einem Publikum, aber mit mir immer da, in einem kleinen Theater in Montparnasse, Théâtre de Poche. Und ich beobachtete ihn und was die Technik ausmacht. Und mit dieser Technik, die ich da beobachten konnte und die ich dann auf eigene Weise bearbeitet, habe ich dann, nachdem ich mich in Paris beim Tanztraining verletzt habe und dann die Ortschaft wechselte, nach Stuttgart kam. Das war die einzige Musikhochschule in Europa, die Studierende unter diesem GI Bill of Rights akzeptieren durften, habe ich einen Pantomimengruppe, ein Theater gegründet mit dem Namen Die Gaukler. Das hier ist ein Foto einer Aufführung in dem American Club Theater. Also während ich wartete und auf irgendjemand suchte als Lehrer für die Pantomime, erfuhr ich, dass eine Gruppe amerikanischer Schauspieler dabei waren, ein Theater in englischer Sprache zu gründen. Und ich sprach vor und wurde akzeptiert. Das bin ich in einem Einakter von Tennessee Williams, This Property is Condemned, in dem ich einen 15-Jährigen spiele. Sie haben uns erzählt, dass Sie von Paris dann nach Stuttgart gegangen sind. Aber in Paris haben Sie auch eine sehr höchst interessante Begegnung mit Marlon Brando dann gemacht. Wir haben ein bisschen dabei erzählt, möchten Sie denn doch mal die Passagen aus dem Buch dann lesen? Ich fand die wirklich sehr, sehr herrlich, wie Sie eben so diese Begegnung dann beschreiben. Gerne. Unklare Gefühle. Paris,
1949. Ein französischer Film war es, der mein Leben verändern sollte. Er heißt Kinder des Olymp. Und eine wichtige Rolle darin wurde der vergessenen Kunst der Pantomime gewidmet. Was hier vorgeführt wurde, wollte ich lernen. Buchte einen Kabinenplatz im damals größten Passagierdampfer Queen Elizabeth. In Paris, während meiner Suche nach einem Lehrer oder einer Schule für Pantomime, erfuhr ich, dass eine Gruppe amerikanischer Schauspieler dabei war, ein englischsprachiges Theater, The American Club Theater, zusammenzustellen. Ich brach vor und wurde für die Rolle des 15-jährigen Tom in Tennessee Williams Zwei-Personen-Stück This Property is Condemned besetzt. In Briefen, die Woche ging jeweils hin und her, versuchte ich den Eltern zu schildern, dass es mir gut ging. In einer Retourpost kündigte die Mama einen Besuch an. Ruth, Tochter der Hühnerfarm-Nachbarn Schindler, werde auf einer Europareise vor dem Beginn ihres College-Studiums einige Tage in Paris verbringen. Ich möge mich ihrer annehmen und aufpassen, dass ihr nichts Unangenehmes passiert. Während der zweiten Aufführungswoche kam es an einem Spätnachmittag zu einer Unruhe unter den Darstellern. Lois, für Public Relations verantwortlich und mit ihm befreundet, hatte Marlon Brando überredet, sich die Abendvorstellung anzusehen. Der Aufenthalt in Paris diente Brando dazu, sich von der langen Reihe täglicher Aufführungen von Tennessee Williams Theaterstück Endstation Sehnsucht zu erholen. Der junge Marlon Brando, dem es eineinhalb Jahre zuvor dank seines Charismas gelungen war, schon beim Betreten der Bühne das Publikum und die Kritik in Verzückung zu setzen, setzte ein Zeichen zu einer Zeit, in der männliche Sexualität unbeachtet blieb. In der Garderobe des American Club Theaters begrüßte nicht der Star Brando die Mitwirkenden unserer Aufführung, sondern der Kollege Marlon. Lois hat am nächsten Morgen ein französisches Frühstück für Brando organisiert, mit in den Staaten noch unbekannten Croissants. Sie wusste, dass er, wie ich, sein Schauspielstudium in Piscatas Dramatic Workshop begonnen hatte und lud mich dazu ein. Wie verhält man sich beim French Breakfast einem so prominenten Kollegen gegenüber, dem Hauptdarsteller von Endstation Sehnsucht? An der Hoteltür erschien nicht der von den Fotos bekannte Sexprotz, der mit nach unten geneigtem Kopf und düster grübelndem Blick seine Umwelt betrachtet. Ein heiterer, sehr attraktiver Marlon, sommerlich gekleidet und hungrig, gesellte sich zu uns. Schnell war klar, dass Bühnentrat seine Sache nicht war. Vielmehr wollte er, der erholungssuchende Tourist von uns, die wir die Stadt kannten, Informationen darüber sammeln. Da gab es die Brasserie Lip zum Beispiel, die man nach dem Bericht von Hemingway gesehen haben muss. Ob ich ihn dahin begleiten würde? Ja, und ob? Wir fanden einen Platz in der Brasserie mit Aussicht auf den immer belebten Boulevard. Das nicht gerade übereifrige Verhalten des Kellners glaubte ich ausnützen zu dürfen, um ein bisschen mit meinem Französisch zu prahlen. Als er nach längerem Warten unsere Bestellung endlich brachte, beschwerte ich mich auf nicht sehr freundliche und nicht sehr leise Art. Marlon wartete, bis der Gescholtene sich etwas entfernt hatte, folgte ihm und entschuldigte sich. Es gelang ihm, ohne mich bloßzustellen, seinen Mangel an Sprachkenntnis
mit Charme zu ersetzen. Dennoch hat er mir eine Lektion erteilt. Ich bin nie wieder unfreundlich zu einer Bedienung gewesen. Am nächsten Tag, einem prächtigen heißen Sommertag, trafen wir uns zum Schwimmen. Weder in New York noch Omaha, Nevada, Marlins Geburtsort, gab es Ähnliches. Die Bain de Ligny, ein Badeschiff, festgemacht am linken Ufer der Seine in Saint-Germain-des-Prés. In der Mitte der Pool mit Sprungturm, rundherum Sonnendecks und Garderoben. Beim Verlassen des Bades am Nachmittag bat mich Marlin um einen Gefallen. An eng anliegende Kleidung gewöhnt, fühlte er sich in dem locker sitzenden Hemd, das er trug, in der Bewegung gehemmt. Ins Hotel am rechten Ufer zurückzukehren, nur um sich umzuziehen, war Zeitverschwendung. Da war es praktischer, in der nahegelegenen Rue de la Bédelépée, wo ich ein Zimmer gemietet hatte, einen Hemdentausch vorzunehmen. Mit einem meiner weißen T-Shirts konnte ich den nicht allzu viel größeren, wenn auch kräftiger gebauten Marlin zufriedenstellen und bekam dafür ein feingewebtes, fast durchsichtiges Sommerhemd aus rosa Rohseide. Marlin hatte vor, per Anhalter nach Südfrankreich zu trampen. Warum es nicht zusammentun? Wie gerne hätte ich zugesagt, doch da war der Besuch von Ruth und mein Versprechen, auf sie aufzupassen, das nicht mehr rückgängig zu machen war. Ich wartete also nicht gerade mit Begeisterung auf ihre Ankunft. Ein Gefühl der Leere, das Marlins Abschied hinterlassen hatte, musste überwunden werden. Also holte ich an den 3 Tagen Ruth von ihrem kleinen Hotel ab und zeigte ihr Paris. Leicht war es nicht, die ganze Zeit zu kaschieren, dass ich mir jemand anderen an meiner Seite wünschte. Trotzdem glaubte ich im letzten Abend, Ruth nicht ohne den obligaten Gute-Nacht-Kuss verabschieden zu dürfen und war erleichtert, dass sie nicht mehr erwartete. In meinem obligaten Brief an die Eltern bemerkte ich in einem Nebensatz, dass Ruth unversehrt die Stadt wieder verlassen habe. Unerwartet die briefliche Antwort. Es war einer der kürzesten Briefe, den ich je erhielt. Dennoch hatte sich die Mama nicht von dem erholt, was sie hatte erleben müssen. Die Scham machte ihr beim Schreiben Schwierigkeiten. Entrüstet hatten sich die Nachbarn darüber beschwert, dass sich ihre Tochter Ruth in Paris gegen einen unanständigen Antrag von mir hatte wehren müssen. Die arme Mama wäre am liebsten im Boden versunken. Was? Ein unanständiger Antrag? Tief empört griff ich zu einem Luftpostbriefpapier und suchte nach den richtigen Worten, um meinem Zorn freien Lauf zu lassen. Wer war hier das Opfer? Wer hatte darauf verzichtet, Marlon Brando nach Südfrankreich zu begleiten, weil ein Versprechen gegeben worden war? Das war also der Dank dafür. Ich trug das getauschte Hemd aus feingewebter rosa Rohseide jahrelang, bis es nur noch ein Fetzen war. Leicht vorstellbar ist, dass es mir als Begleiter Marons auf einer Reise in den Süden mit meinen bis dahin unterdrückten Gefühlen ähnlich ergangen wäre. Also eine wunderbare Beschreibung, Herr Raimund. Vielen, vielen Dank. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Ich muss sagen, als ich diese Passage gelesen habe in Ihrem Buch, ich konnte es nicht wirklich für möglich halten, dass ich wusste, wer Ruth war. Denn Ruth Schindler, verheiratete Neumann, war mit ihrem Mann hier bei uns. Sie haben ja uns Fotografien in Dokumenten gestiftet, ihren Nachbarn. Und ich habe Ihnen gestern auch dann ein Foto von Ruth dann gezeigt, was wir jetzt hier nicht zeigen, ein paar Jahre davor, bevor sie eben so ihre Avancen ausgesetzt hat in Paris.
auf dem Fahrrad dann in New Jersey. Also wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich natürlich mit Ruth Schindler gesprochen, ebenso über ihre Begegnung dann in Paris. Sie haben erzählt, Sie sind dann von Paris dann nach Stuttgart gegangen und das ist ein viel längeren Aufenthalt dann geworden, als Sie wahrscheinlich ursprünglich gedacht haben. Sie sind ja mit einem Stipendium, glaube ich, dann an die Hochschule für Musik dann nach Stuttgart und Sie haben erzählt, das ist ein wunderbares Foto und daneben ist ein Programm von Ihrer Truppe. Können Sie ein bisschen mehr über die Truppe und über die viele, viele Auftritte? Sie sind ja ganz durch Europa gereist mit den Gauklern, oder? Ja, nicht ganz Europa, aber wir sind durch die Länder gereist. Das war, wie gesagt, ich hatte Marceau beobachtet und als ich nach Stuttgart kam, dort gab es eine sehr aktive Laiengruppe und auch eine Laienbühne auf dem ehemaligen Amerika-Haus im Dachboden. Und man fragte mich, ob ich nicht mal was machen sollte. Und die hatten vor, mit der Gruppe ein Stück von Elmer Rice herauszubringen. Und das wurde ihnen verweigert. Also wussten die Leute nicht, was ich machen sollte, was sie machen sollten. Und dann sprang ich ein und improvisierte eine Pantomime. Die hieß die Unmodischen oder so ähnlich. Die war ein sehr großer Erfolg und etwas Exotisches. Und Leute kamen, schauten es an, darunter der damalige Kultusminister. Kurze Zeit darauf rief mich der Kultusminister an. In Stuttgart sollte es eine britische Woche geben und er wollte wissen, ob wir was dazu bringen könnten. Ich hatte inzwischen zwar eine Reise, ein Schiff gebucht nach Hause, ich hatte nicht vor zu bleiben, habe dann um genug Geld von den Eltern gebettelt, um wieder zurückreisen zu können. Auf dem Schiff nach New York gab es britische Studenten und die sprachen von The Canterbury Tales. Das sind mittelalterliche Geschichten von, wie heißt das? Chaucer. Von Chaucer. Und ich gelang an Material in New York und sah, das waren alles wunderbare Geschichten, die man in Aktion bringen könnte. Und ich machte ein Programm daraus, in dem ich der Moderator war, der die Geschichten verband. Und der Moderator sprach diese mittelalterliche Sprache. Ich werde sie Ihnen mal vorlesen. Hab zufällig dabei. Also die Canterbury Tales beginnen mit die englische Übersetzung habe ich. When thou pray April with the showers sweet, the draught of March has pierced to the root and bathed every vein in such liquor of which strength the flower is engendered, when Zephyrus also with his sweet breath has inspired in every hold and heath the tender crops, and the young sun has ran and ram his half course, and small birds make melody, then people long to go on pilgrimages. Darum geht es in den Canterbury Tales. Im Original klingt das so. One that April with the shore resorte, the draught of March hath pierced to the rota, and bathed every vein in swish ligure, of which for true engendered is the flower, when Zephyrus eke with his sweet breeze inspired hath in every hold and heath the tender crops, and the young sun hath in the ram his half course y runner, then longen folk
to go on pilgrimages. Versteht niemand, hat auch damals niemand verstanden, aber es gab halt die Übersetzung. Aber man hört auch den schönen Reim, nicht desto trotz, wenn man auch die Sprache ebenso nicht versteht und ebenso dann in neueren Englisch dann übersetzt würde. Und Sie haben das gemacht, dann so dass moderiert würde und dann die Szene würden dann pantomimisch dann dargestellt? Ja. Genau, und das haben Sie auch dann auch mit Ihrer Truppe. Und das war auch der Grund, warum Sie dann geblieben sind. Ist das richtig? Weil Sie eben das dann entwickelt haben mit der Gruppe. Ja, ja. Weil Sie haben gesagt, Sie waren und ja auf dem das Weg. Das ergab dann, dass die Gruppe zu einem Ensemble wurde. Wir wurden von der Stadt Stuttgart als künstlerisch wertvoll bewertet. Aber weil damals nicht junge Menschen gefördert wurden wie heute, blieb es eben dabei, dass wir diesen Titel zwar hatten, aber zum größten Teil einmal im Jahr machten wir eine Tournee nach Italien und da bekam jeder 350 D-Mark. Das war das einzige Mal, wo man wirklich genug Geld hatte, um damit leben zu können. Irgendwie jeder versuchte das auf sich, auf seine Weise mit dem Leben fertig zu werden, was uns wieder stärker zusammenbrachte. Herr Reimann, wie war es dann, wir reden über eine Zeit, das ist die erste Hälfte der 50er Jahre. Ja. Wie war es für Sie, sagen in generell allgemein in Deutschland zu sein, im Land der Täter? Sie waren ja mit jungen, anderen Schauspielern unterwegs, aber wie war es, welche Kontakt hatten Sie zur allgemeinen Bevölkerung? Ich war mit jungen Leuten zusammen, die auch in der Hitlerjugend mal waren. Man passt sich an, ganz einfach. Und mir war klar, ich bin ja eigentlich zum Studium hingefahren, ich hatte ja nicht vor zu bleiben, aber als ich hier in den Entschluss fasste, aufgrund meiner Pantomimengruppe da zu bleiben, musste ich auch eine Entscheidung treffen, wie reagiere ich auf die Menschen. Und Stuttgart war die spießigste Stadt, die man sich vorstellen konnte. Und so wie ich damals aussah, wenn ich zurückblicke, habe ich gar nicht schlecht ausgesehen, aber die konnten mit meinem Typ nichts anfangen. Und ich achtete darauf, dass ich mit älteren Menschen nicht unbedingt die Hand geben musste. Und ich vermied einfach Fragen, die es schwieriger gemacht hätten. Ja, es war eine Zeit des großen Schweigens. Ja. Und Sie haben wahrscheinlich auch teilweise so Ihre Kollegen dann im Theater, haben Sie ihnen erzählt von ihrer Kindheit in Kirchberg? Haben Sie erzählt von ihrer Erfahrung in der... Gar nicht, oder? Nö, ich wurde auch nicht gefragt. Sie sind dann von Stuttgart, glaube ich, nach Berlin dann gekommen. Ist das richtig? Sie sind von Stuttgart dann nach Berlin gekommen und haben hier eine ganze Zeit lang... Nee, zwischendurch war ich engagiert in Celle, ein ganzes Jahr lang. Als Spielleiter, Schauspieler, Abendregisseur, weiß nicht was noch, für 370 D-Mark im Monat. Ein Jahr im Schlosstheater in Celle? Ja. Was brachten Sie dann nach Berlin? Ich wollte Weltkarriere machen, hatte meinen Namen dafür geändert und wollte vor allem zum Film. Das wollte ich ja immer. Und das war eine Frage, es ist schön, dass Sie das antworten und nicht, dass ich das stelle. Das war die Zeit, dass Sie Ihren Namen geändert haben oder einen Künstlernamen angenommen haben? Den habe ich angenommen, bevor ich nach Europa kam. Also den gab es. Der war für in Gauklern. Und der Leiter der Gaukler war Harry Reimann. Und das ist ja gekommen durch eine Kombination von Erst- und Familiennamen, Reimann? Monsieur Reimann.
Sie erwähnten mal jetzt Filmkarriere. Also das sind ja, glaube ich, Aufnahmen noch von aus dem Theater. Das war im Heppeltheater in Berlin, ja. Was wir gerade gesehen haben. Das Bild, das jetzt zu sehen ist, wo ich den bösen Clown rechts spiele, war eine Choreografie von Tatjana Gzowski, die vielleicht einige Leute in Berlin noch kennen. Sie hat das Berliner Ballett aufgebaut und die Vorstellungen waren für Kinder bestimmt im Renaissance-Theater. In Ihrem Buch an einer Stelle, Sie beschreiben die Theaterszene aus Hochburg der Schwulenfeindschaft. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, ich war überrascht. Also, dass ausgerechnet eben so im künstlerischen Bereich eben so eine Feindschaft herrschen würde. Nicht unter den Kollegen, sondern in der Verwaltung. Okay. Nicht die Regisseure oder die Intendanten, die waren offen schwulenfeindlich. Ja. Ihre Filmkarriere. Und es begann eigentlich ganz gut. Sie haben ja auch eine wichtige Rolle in einer Film. Ich glaube, jetzt weiß ich, warum ich das gestern gesagt habe. Ich habe Herr Reimann gesagt, Sie haben doch in einem Film mit Horst Buchholz gespielt, Endstation Sehnsucht. Endstation Liebe. Genau, aber ich weiß jetzt, warum ich Endstation Sehnsucht gesagt habe, weil das ist natürlich, haben Sie auch selber erwähnt, mit Marlon Brando. Also bei mir kamen die Sachen zusammen. Hier sehen wir ein paar Fotos, die Sie netterweise mitgebracht haben. Die sehen ja links oben, vielleicht können Sie was da erzählen. Ich glaube, das ist unschwer zu erkennen, dass auf der rechten Foto, dass Herr Reimann da als einem ziemlich bekannten deutschen Jude ja, da eine Einstein. Rolle spielt? Ich habe ihn zweimal gespielt im Film. In diesem Fall war das so, das war eine Produktion des Bayerischen Fernsehs. Und zwar ging es um Folgendes. Der Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg hat prominente Menschen beauftragt, Briefpartner zu finden. Und Einstein suchte sich Freud auf. Und in diesem Stück werden eben die Briefe dramatisiert. Man sieht immer Einstein und dann die Antwort von Freud etc. Auf der linken Seite, das ist ein Foto aus dem Film Endstation Liebe mit Horst Buchholz, worauf ich dachte, jetzt mache ich internationale Karriere, weil es die zweite Hauptrolle war. Aber meine ganze Laufbahn als Schauspieler war immer ein Hoch und dann gleich wieder ein Tief und vergessen. Dieses untere Bild ist auch Bayerischer Rundfunk, glaube ich. Die Judenbuche von Dostoevsky. Ich glaube, Sie haben geschrieben, dass es ging um einfach eine ganz andere im Filmischen, eben so diese Männlichkeitstub, was da im Prinzip so verlangt würde in der Zeit. Und Sie schreiben, dass das eben so, eben, dass Sie haben sich nicht da reinfinden können. Habe ich das geschrieben? Ja, ich habe mich nie als unmännlich empfunden, aber ich wusste schon, dass ich so nicht unbedingt den Kerl repräsentiere. Wie ging es dann mit diesen Auf und Ab, wie ging es dann mit der Karriere? Sie haben eigentlich so ein sehr, sehr viel Synchronsprechen gemacht, ne? Nee, ganz wenig, aber ich habe synchron übersetzt. Aus dem Englischen in Rohdeutsche. Habe auch ein bisschen synchron besprochen, aber nicht viel. Das ist sehr schwer, wenn man nicht Beziehungen hat, in diesen Beruf reinzukommen. Gegen Ende der 1970er Jahre dann schrieben Sie ein Drehbuch zusammen mit Michael Hoffmann. Das war das Drehbuch Regentropfen, was dann 3 Jahre später dann als Film dann gemacht wurde. Wie kam es dazu? Hatten Sie dann davor intensiver oder intensivere Gedanken gemacht, etwas auch
aus Ihrer eigenen Vergangenheit eben künstlerisch zu machen? Ich lernte Michael Hoffmann gab ein Arbeitsamt für Künstler. Und die beorderten uns alle an einem Tag ins Hilton in München. Und da waren viele Schauspieler da. Und es stellte sich heraus, da gab es ein Schiffsbesitzer, ein Kreuzfahrtschiffsbesitzer, der suchte Menschen, die als Unterhalter in seinem Programm auftreten konnten. Und ausgebildet wurde man in Freudenstadt. Und an dem Tag im Hilton Hotel war das Hotel, der Saal voll. Und in Freudenstadt waren nur Michael und ich. Und es stellte sich aber heraus, ich hatte das Gefühl, mit dem kann ich arbeiten. Und ich wurde krank und musste die Ausbildung verlassen. Er hat es fertig gemacht. Und dann, als er rauskam, habe ich gesagt, lass uns was schreiben. Und das Erste, was wir schrieben auch, zuerst ein Drehbuch, Paris und die Göttinnen. Und im Original muss ja Paris eine Göttin aussuchen und sagen, die ist die Schönste und dafür wird er belobigt in irgendeiner Weise. Und wir haben das alle in München, ins München verlegt, wo man als Skifahrer, ich weiß nicht mal genau, wie die Handlung war, aber so als Skifahrer statt Göttinnen arbeiten würde. Und natürlich hat keine Sau sich dafür interessiert. Und dann habe ich gesagt, bleiben wir dran und lass uns kein Drehbuch, sondern nur eine Kurzfassung von mir schreiben. Und Michael, der alles mitgemacht hat, sagte ja. Dann haben wir dieses Exposé geschrieben, haben es an alle Sender, die es damals ging, geschickt, bekamen von allen eine Ablehnung. Mhm. Und ich bin aber dran geblieben und habe gesagt, trotzdem, lass uns als Drehbuch schreiben. Und das taten wir und schickten es wieder an alle Sender. Und es wurde wieder von allen abgelehnt. Und dann lief im deutschen Fernsehen die amerikanische Serie Holocaust. Und man hatte bei der Erstsendung, der WDR fand sich sehr mutig, überhaupt diese Serie zu bringen. Und man hatte einen sogenannten so einen runden Tisch, wo jeder einen Grund zeigen konnte, warum man in Deutschland diesen Film gezeigt hat. Die bekamen aber lauter Protestbriefe, dass man sowas den Amerikanern macht und nicht in Deutschland. Und da erinnerte sich der ZDF-Redakteur, wie hieß er? Da fällt mir jetzt nicht ein. Da gibt es doch dieses Drehbuch, das hatten sie noch irgendwo. Und es wurde der Firma Telux angeboten und dann hieß es, wir machen das. Und das war 1978, 79. Genau, der Film aber kam dann erst 1982, glaube ich. Wurde es dann fertiggestellt oder vorher? Ja, er war ja für Film und Fernsehen, also finanziert wurde er vom Fernsehen, aber er musste erst im Kino gezeigt werden, das ist so üblich. Und wir sehen Sie zusammen hier mit Michael Hoffmann und das Film wurde auch dann beim Internationalen Filmfestival in Cannes gezeigt, ist das richtig? Ja. Und wir sehen ja noch hier, das ist auch ein sehr schönes Foto von Ihnen und von Michael,
Und Sie stehen jetzt hier, der Familienname ja im Film ist geändert worden von Heimann in Goldbach. Aber was faszinierend ist, ist, dass Sie haben in Kirchberg gedreht. Ja, ja. Und die Schrift, die Gebrüder Goldbach-Schrift, ist die gleiche, die bei den Gebrüder Heimann. Wir haben das ja am Anfang von unserem Gespräch dann gesehen auf dem Foto. Ja. War das das erste Mal, dass Sie wieder in Kirchberg waren? Nee. Zum Dreh der Film? Nee, ich hatte, es gab Freunde meiner Eltern in Kirchberg, die ich irgendwann Anfang der 50er Jahre besuchte. Aber Kirchberg selber habe ich dann mich nicht weiter drum gekümmert. Das ist, ich möchte Ihnen das alles, leider ist das, glaube ich, sehr schwer zugänglich, diesen Film. Ich habe gesucht, wir haben ja netterweise mal die Ausschnitte, die wir gezeigt haben, haben wir von Telex TV Film bekommen, um hier heute Abend zu zeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Film heutzutage gelegentlich auch gezeigt wird. Ich empfehle es Ihnen alle wirklich so wärmstens. Das ist ein sehr, sehr beeindruckender Film über die Familie Heimann-Goldbach. Sehr interessant, die langen Passagen, wo die Familie in Köln ist, thematisiert sehr, sehr viel, was Juden dann durcherleben musste in der Zeit. War erfolgreich. Es kam wirklich sehr gut an. Die Kritiken waren wirklich sehr, sehr gut. Aber Sie haben danach keinen weiteren Film gemacht, oder? Doch, ich habe noch zwei dokumentarische Filme gemacht. Aber keinen Spielfilm mehr, weil die Finanzen zu bekommen, das ist ein Talent, das manche haben. Und ich habe sie nicht und mich auch nicht. Also. Sie haben dann aber fast 25 Jahre nach Dreh des Filmes, haben Sie denn doch Ihr erster Roman geschrieben. Sie haben einen autobiografischen Roman geschrieben, Einmal Exil und zurück. Das ist 2005 dann herausgekommen. Und ist das auch eine Zeit, wo Sie dann begonnen haben, auch als Zeitzeugen zu sprechen? Also ich habe ja bevor ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich ja mit verschiedenen Partnern einiges im Fernsehen geschrieben, Fernsehstücke, und traute mich aber nie, etwas alleine zu machen, weil ich einfach unsicher in der Sprache war. Man darf nicht vergessen, ich bin als 10-jähriges Kind aus dieser Sprachregion weggegangen, und abgesehen davon, dass ich auch einen Dialekt sprach, das Hunsrückerische, und die Deutschen ja besonders sprachfindig sind, war das sehr mutig, sich hinzusetzen und ein Buch alleine zu schreiben. 2017 wurden Stolpersteine für Ihre gesamte Familie in Kirchberg gelegt. Und ja. Sie sind auch zur Verlegung dann hingefahren. Und wir möchten das Gespräch heute Abend mit der Lesung einer Passage hierzu aus Ihrem Buch Anders von Anfang an beenden. Ich bitte Sie. Nur eine Nebenbemerkung. Das Buch kann dort auf der Seite gekauft werden, nachdem ich fertig bin. Der Umschlag ähnelt denen, die der Postbote auch sonst im Briefkasten überlässt. Sein Inhalt jedoch verlangt, genauer angesehen zu werden. Das Schreiben trägt das Logo von Kirchberg, der ältesten Stadt im Hunsrück, und die Unterschrift des Stadtbürgermeisters. Eine Einladung. Die Stadt plane einen den Opfern des Nationalsozialismus gewidmetes, mehrere Tage dauerndes Programm. Sie sind uns ein wichtiger Zeitzeuge. Der Höhepunkt vor dem Wohnsitzen ehemaliger jüdischer Bürger werden Stolpersteine verlegt, ausgeführt von Gunther Demnig, dem Erfinder der beschrifteten Steine. Eines der ersten Gebäude, vor dem die Zeremonie stattfinden werde, sei das im Jahr 1925
in der Bahnhofstraße errichtete Anwesen der Gebrüder Heimann, das Geschäfts- und Wohnhaus meiner Familie, der Eltern Rosel und Max, des Bruders Rudi und von mir. Im ganzen Land, über die Grenzen hinweg, sind auf den Bürgersteigen Stolpersteine zu besichtigen, gewidmet denen, die vertrieben und ermordet wurden. Bin ich, der ich nicht die Marter der Konzentrationslager hat erfahren müssen, ein Überlebender? Darf ich den Anspruch stellen, allein aus Altersgründen als solcher zu gelten? Wenn ja, besteht dann nicht die Pflicht zu erzählen, wie es war? Herr Reimann, Sie haben heute Abend sehr eindrucksvoll ein kleines Fenster aufgemacht und uns erzählt, wie es war. Und ich möchte Ihnen im Namen des Jüdischen Museums Berlin, aber auch im Namen des Publikums hierfür ganz, ganz herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute und wir würden ihn sehr, sehr gern wieder hier in Berlin sehen. Danke. Vielen Dank. Danke.